Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier mit einem ganz tollen und lieben Gast, der sich bereit erklärt hat, auch mit mir Noob eine kleine Runde zu drehen, und zwar Oberst Leo. Hallo! Oberst und ich, wir spielen beide gerade mit einem Tiger und da drücke ich einfach mal rein und hoffe doch, dass wir dem deutschen Panzer die Ehre bieten, die es ihm, ja, die ihm zusteht. Gebührt. Danke, danke. Ja, weißt du, wenn die Worte plötzlich fehlen, dann... Ja, ich kenne das. Aber wir haben El Haluf mit einem ordentlichen Matchmaking als Top-Tier. Gegner ist in der Tendenz von den WN-Wertungen etwas besser, aber jetzt nicht so, dass man sagt, unglaublicher Ausreißer. Es ist relativ ausgeglichen, also es hat schon fast Seltenheitswert, muss man sagen. Obwohl, ja, im Mittelfeld ist das gegnerische Team schon ein bisschen stärker. Dann müssen wir es halt wuppen. Ja, genau. Also eigentlich musstest du wuppen, weil ich schaue dir nur dabei zu. Dran weiter. Bis jetzt im Schnitt bei den letzten Gefechten, da warst du immer so ein bisschen... Ja, ja, das ja. Ja. Das sag, du sagst jetzt nur, dass jetzt die Leute bei mir ganz viel erwarten. Dann sehen sie, oh, der verkackt ja ganz schön und dann haust du jetzt eine Runde raus. Das ist immer ganz gut. Oh, nicht schlecht. Aber ich wollte gerade sagen, wir fahren einen klassischen Heavy-Spot hoch, oder? Ja, klar. Eine Artillerie, die so 8. Ein guter Spieler auch noch. Ein bisschen drin. Was drauf. Ja. Ups, ah! Meine Güte, da guckt man mal auf die Map und dann bleibt er da stehen. Ja. Ja, den hättest du ja fast in deinem Ansaugtrakt gehabt. Ja. Den hätte ich bei mir auf den Turm stellen können. Ja. Aber so von der Aufteilung sieht es bis jetzt ganz gut aus. Das stimmt. So, FV mag dich wohl. Kommt direkt wieder auf Körperkontakt. Ich habe, glaube ich, Honig am Hintern oder so, ich weiß nicht. Warte, ich schau mal, ob du was hast. Aber nee, eigentlich nicht. Ich muss aufpassen, ich kann nicht zu weit nach links, weil er mit seiner Waffe da ziemlich weit runter richtet. Der ja, knüppelt mir dann einen hinten rein, das wäre unangenehm. Ja, hinten rein zu knüppeln ist immer unangenehm. Ja. Entschuldigung, schlechter Wort. Kein Problem. Für dieses Niveau gut. Bin ich bekannt. Das war eine perfekte Vorlage. Du hast sie bloß genutzt. Gut, gut. So, Panther ist da. Oh, schon wird geflamed, Alter. Oh mein Gott. Ja gut, der ist ja tot. Ist ja der Einzige und Erste, der tot ist. Da muss man ja natürlich den Flame auspacken. Ja klar. Alle haben was falsch gemacht, außer alle. Aber okay, wir haben aber schön Beute hier. Wir haben schön Beute, aber wir haben schon... Warte mal. Aber es ist natürlich schon eine ganz schön harte Gegnernummer. Ich würde es ja gerne umfahren, da wo der Cromwell steht, aber gefühlt kann ich da nicht, weil ich kann mir vorstellen, dass der gleich dicken Besuch bekommt. Das Problem ist ganz einfach die 6er, 7er Linie. Siehst du das auf der Map? Boah, die gefühlt so hart. Ja, naja, das ist schon rum, da drüben. Ja, das Problem ist jetzt, gut, Tiger, Turm, Schwachstelle. First Target Porsche Tiger. Haut gerade ab. Lager zerstört. Ah, oh, scheiße. Beziehungsweise beschädigt. Ja, ich zieh nach. Könnte allerdings nur noch ein bisschen Rückendeckung geben. Ja, alles gut. Ich hoffe, die Matilda macht da noch ein bisschen was. Obwohl die ist hart in der Unterzahl. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Kette repariert. Weiter geht's. Wertungstreffer. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig.
Querschnitze getroffen. Nichts mehr sehen. Weiter geht's. Du kommst ja klar, ne? Ja, ja, so einigermaßen. Tiger P, der ist jetzt direkt vor mir. Er weicht aus. Nice. Artillerie. Wir schaffen eventuell jetzt ein bisschen Zeit. Der Tiger gibt's mir gerade ganz gut und ich hab grad. Ja, dann zieh dich zurück. Die sind bestimmt gierig, die wollen uns alle killen. Oh, T67 hätte den. Ja, warte, ich helf dir. Oh, jetzt bin ich weg. Ja, kümmere dich um den Tiger. Kommt hinter mir. Ja, warte. Ich versuche hier das Target auf mich zu ziehen. Schade. Schade, schade, aber gut. Den hole ich noch. Räche mich noch. Oh, Zeit hinter dir. Wenn du nach vorne fasst, dann müsste den Jagdhinter jetzt noch aufgehen. Ja, da ist er. Vor dir. One-Shot. LOL, nein, ich hab ihn dahinter noch getroffen. Nee, da stimmt doch, da ist er. Wahnsinn, Wahnsinn. Spiegel getroffen. Okay. Ich würde sagen, wir hängen einfach direkt eine dran. Ja, klar. Auf die Niederlage folgt ja bekanntermaßen der Sieg. Sag ich jetzt einfach mal. Aber du hast gut was geleistet, da 2,5 Damage. Ja, an sich lief es ganz gut, so vom Schaden her, muss man sagen. Aber das restliche Team hat nicht so ganz nachgezogen. Also ein Jagdpanther mit 187, ein Schaffee, der eigentlich sehr stark sein kann. Selbstfaller fährt 25,2, das sind natürlich alles Panzer, die ein bisschen Schaden machen sollten. Aber jetzt läuft's. Auf Kampinovka. Das könnte interessant werden, ja. Definitiv, und das schaut doch noch mal ein bisschen ausgeglichener aus als das gerade eben. Yep. Willst du erstmal kurz ansnipen und dann rüber, also Richtung Hill, oder? Ah, ich werde gleich Richtung Hill fahren, weil sonst ist mir das Ganze, bis ich irgendwo ankomme, zu langsam. Ja, verlieren zu viel Zeit, hast recht. Das mit der Artillerie finde ich jetzt auch cool. Das ist lässig gemacht, ja. Mhm. Ist halt einfach Stimmung. Das tut zum Spiel einfach sehr gut. Tiger P wäre auch so ein Panzer, den ich noch gern hätte. Wenn der nicht in diesem 10er enden würde, wäre die Reihe auch ganz geil. Ist einfach der unsinnigste Panzer, die Maus. So sympathisch das Ding hier ausschaut, wenn du das mal irgendwo siehst, aber es ist einfach so schlecht. Ja, das stimmt wirklich. Und der VK ist dafür so ein Monster geworden. Ja, den haben sie richtig schön wieder hochgestuft, ne? Also brutal. Die Wanne vorne, die ist echt hardcore. Alter Schwede. Wenn ich den sehe, dann dreh ich gleich ab. Ja gut, die Kommandantenluken, ne? Ist ja auch ein E-75-Turm. Ja, gut, das ja, aber halt erstmal so im Schnell mal treffen. So mal ganz easy. Das kann man echt knicken bei dem. Wie kann denn eigentlich jetzt schon Panzer tot sein? Die Runde ist doch gefühlt erst 10 Sekunden alt. Naja gut, du kennst doch die Map Scouts. Er hat ja ganze 3 Panzer aufgemacht. Mhm. Er hat gedacht, er hat Glück. Ja. Aber, naja. Wir bilden hier den Tigerzug. Ja. Oh, der erste. Das ist, glaube ich, ein Josef Stalin-Panzer. Ich glaube, den zieh schnell die Ketten, das passt nicht ins Bild. Richtig. Alles für das Bild. Genau. Okay, die Su fährt vorne lang. Oh, nice. Oh, verdammt. Ich hab daneben geschossen. Ah, ich habe Leute, jetzt bin ich gebounced. Ich darf nicht. Mathilda war auch gerade offen. Ah, der Tiger 1 sagt, ich soll ihm folgen. Dann halte ich mich da mal ran.
Ja, der hat den Masterplan. Ja. T29 fährt auch direkt vor dem. Ach Gott, was ist denn mit denen los? Obwohl, jetzt haben wir wieder Zeit verschwendet, mein Gott. Komm schon, komm runter, Turm, komm runter, komm runter. Jetzt steht er nicht mehr verstanden, nee. Sondern jawohl. Oh ja. Der Tiger, you can span them from the hill. Er ist einfach, er weiß es. Er hat den Masterplan, ich sag das. Der weiß was, was wir nicht wissen. Ich hab's auch so im Urin. Okay, Su. Wir müssen hier raus! Ist klar, natürlich irgendwie auf mich. Bitte nimm den Wehr raus. Ja. Okay, hab schon. Du bist auch irgendwer im weiteren Sinne. Alter, die sind schon wieder durch unten. Was haben wir denn für Leute heute? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Außerdem sind auch noch zwei Siebener, zwei IS, die dann schon mal wieder direkt weg waren. Mhm. Die hatten wahrscheinlich keine Lust oder so, mussten Essen machen oder so. Oh ja, Essen machen, ja. Das ist... Alle Mann zurück! T29 oder Tiger? T29. Der Tiger schaut sich halt, der achtet gar nicht auf mich, also wirklich nicht. Ich stehe neben ihm. Okay, dann würde ich sagen, jetzt Tiger. Jetzt guckt er mich an. Ziel erfasst. Wirkungstreffer. Ziel verloren. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ist er ja schon wieder back to base. Ja. Kannst du ihn rausnehmen? Ich sehe sie nicht mehr. Okay. Ja. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment. Su-100M hat auf mich geschossen, aber abgeprallt, Gott sei Dank. Das Problem ist, wir kriegen auch keinen Spot da. Nee. Das von hier hinten können wir nicht wirklich rüberwirken. Nicht gut aus. Da würde ich sagen, so viel Damage machen wie möglich. Ja. Wenn der 5916 noch einen aufbekommen würde, wäre natürlich schön. Oh, der Jagdpanzer, der ist offen. Das ist der einzige, der im Cap steht. Okay. Ah, ich habe noch keinen Wirkungsbereich. Ja, die Cap. Also nicht ich, aber nice, allgemein. Sehr schön. Sehr gut. Holen wir uns den Rest jetzt. Auch in Deckung! Der ging voll durch ihre Panzerung. Machst du den Tiger weg? Ja, ich hab ihn gerade gebounced. Okay. Was? Nein. Die Su-100. Was ne? Ich war wieder zu gierig. Ich hab Moonlager getroffen. Mein Turm liegt vor meiner Wanne. Auch gut. Ach, scheiße. Schön Morsecode gerade gemacht. Aber egal, das machst du jetzt noch. Ja. Der Druck ist auch gar nicht unmenschlich. Ach, keine Angst, es gucken dir nur ein paar tausend Leute zu. Alles gut. Ach dann, ja dann ist easy. Ich bin ein Meister da drin, Leute, also dass sie keinen Druck aufbauen, ne? Also ah, schön. Das ist sympathisch. Das ist immer ja, nett, ja. Auch wenn ich Push-to-Talk drücke, dann kann ich das alles kritisch, also wenn ich es nicht drücke, dann kann ich kritisch kommentieren. Oh ja, super, super. Sehr schön. Oh, sogar noch Full Life. Der steht natürlich super. Also dem finde ich cool, wie der da hingefahren ist. Ja. Nimmt aber auch noch einen mit. Wie doof ich hoffe, das wird die eine Lehre sein.
Das war gerade genauso wie bei mir. Total gierig, hier Mausezeichen gemacht und dann, den krieg ich. Ja, also wenn man ist irgendwo eine so 100. Er soll mal der E25 vorfahren. Echt. Er macht's. Wahnsinn, wie die Leute heute auf mich hören. Na klar. Außerdem, ich hatte ja vorher die große Schnauze. Ich habe gesagt, auf eine Niederlage folgt ein Sieg. Also das muss ein Sieg werden. Ja, wenn nicht, dann haben wir jetzt ne, die ganz schön die A-Karte, Ja, wenn man dann es mal so ausdrücken soll. glaube ich, können wir uns echt, können wir einen Kanal zumachen. Schämen uns beide. Ja. Ich gehe ins Exil. Ich glaube nach China oder so. Und Kuba soll ganz schön sein um die Jahreszeit. Aber das ist so viel Verbrechen da. Ach, wenn Habe du ich mir genug sagen Kohle lassen. dabei hast, dann bist du da der Kaiser. Oh. Okay. Mach mal eine kleine Bar auf Kuba auf. Stimmt, das wäre cool, weißt du, so einfach in einer Bar stehen, Alter, wäre voll mir die nice. Geschichten anhören von den Leuten. Boah, jetzt steht der da so drüben. Komm ich nicht mal ran. Ja, die Geschichten am Anfang wären nur ein bisschen unspannend, weil ich kann noch nicht die Sprache. Das stimmt. Aber ich war selber auch kurzzeitig Barmann, also ich kenne das so ein bisschen mit den Geschichten. Oh ja, echt? Das ist cool. Plus Kellnern hatte ich nie drauf, ich konnte mir nie die Tischnummern merken. Das ist auch total bescheuert. Also ich glaube, da waren irgendwie was mit 25 bis 50 Tische oder sowas und die haben alle mit 100 angefangen. Ich weiß auch nicht warum. Ach ja, okay, macht's auf jeden Fall Sinn, nicht? Das schaut doch gut aus. Heidewitzka, ein Ah, Sieg! schade. Der Last Hit wäre eigentlich deiner gewesen. Ja, egal. Sei es drum. Was soll's. Oh, dritter Klasse. Ja. Zwei, sieben Schaden. Alles entspannt. XP-mäßig war man gar nicht weit auseinander. Das stimmt allerdings. Allerdings nur wegen den Kills, Mega ne? den Kills, Also. ja. Ja. Mal eben kurz nachgucken. Ich dussel, hab kurz die Aufnahme zwischendurch kurz unterbrochen. Ja, Leo, an sich an dieser Stelle bedanke ich mich für meine Aufnahme, weil die ist nicht unterbrochen. Und vielen Dank für diese schöne Runde. Yay!